Ja, wir sind heute zu Gast bei Europaministerin Caroline Edtstadler. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Ja, Frau Edtstadler, man hat die letzten Tage viel vom Außenministerium gehört, viel vom Bundeskanzler, weniger von Ihnen. Das war wahrscheinlich, weil Sie auch im Homeoffice waren wegen einer Corona-Erkrankung. Wie geht es Ihnen denn heute und wie sehr sind Sie zu Hause auf Nadeln gesessen, weil Sie unbedingt wieder ins Büro wollten? Zum Ersten, ich bin wieder fit. Ich bin auch wieder froh, im Büro sein zu dürfen. Es hat die Corona-Erkrankung schon gezeigt, dass es immer noch nicht vorbei ist. Das muss man auch klar und deutlich sagen. Ich hatte aber daher auch Gelegenheit, sehr viel zu beobachten, mir sehr viele Sendungen anzusehen, Interviews, auch Telefonate zu führen in Europa, um ein Lagebild zu bekommen und auch die Einschätzung anderer Politikerinnen und Politiker. Und man kommt immer wieder zum gleichen Schluss. Die Welt ist nach dem 24. Februar 2022 eine andere. Wir erleben auf dem europäischen Kontinent einen Krieg. Und wir erfassen, glaube ich, erst jetzt so Stück für Stück, welches Privileg wir hatten, so viele Jahrzehnte in Frieden leben zu dürfen. Also für mich als Europaministerin insbesondere bekommt die Friedensunion, Europäische Union, das größte Friedensprojekt aller Zeiten, eine ganz andere Bedeutung wieder. Und es ist erschreckend, was möglich ist, wenn ein Despot hier über ein souveränes Land herfällt und im 21. Jahrhundert glaubt, Grenzen verschieben zu können. Sie haben gerade gesagt, das ist erschreckend. Im Vorfeld gab es Warnungen von den USA, dass so etwas passieren könnte. Die Europäische Union war da etwas gelassener. Also im Vorfeld hat man sich eher gedacht, das könnte auch nur so ein Säbelrasseln sein. Wie sehr haben Sie denn damit gerechnet, dass es zu einer Eskalation kommen kann? Wenn Sie mich vor mehr als einer Woche gefragt hätten, hätte ich es wahrscheinlich immer noch für wahrscheinlicher gehalten, dass es unter Anführungszeichen nur ein Säbelrasseln ist, als dass tatsächlich diese massive Invasion, dieser Überfall auf die Ukraine passiert. Wir haben es alle nicht für möglich gehalten. Ich erinnere mich zurück an Diskussionen auch im Rahmen des EU-Wahlkampfes 2019, wo fast alle immer, auch wenn wir gesprochen haben von einem europäischen Heer, eine Panzerschlacht auf europäischem Boden ausgeschlossen haben. Wir haben geredet über hybride Bedrohungen, über Cyber-Security, über die müssen wir im Übrigen weiterreden, weil wir sehen hier einen Krieg mit allen Mitteln, die das 21. Jahrhundert bietet, aber auch mit konventionellen Waffen. Und das ist die große Gefahr. Also, um noch einmal zu Ihrer Frage zu kommen, ich bin kein Militärexperte, aber ich habe doch ein Gefühl entwickelt auch für Situationen und ich hätte es für wahrscheinlicher gehalten, dass es nur bei diesem Säbelrasseln bleibt. Jetzt sind wir vor vollendete Tatsachen gestellt und wir müssen agieren und wir müssen vor allem uns auch wieder besinnen, was Europa kann, was Europa leisten muss und solidarisch sein gegenüber der Ukraine, gemeinsam als Europäische Union und dann auch ganz wesentlich wieder am Frieden arbeiten. Wir müssen reagieren, haben Sie gesagt. Das finden viele gut, dass wir uns da anschließen. Natürlich als europäisches Land den Sanktionen. Es gibt aber auch Stimmen, die da lauten, Österreich solle sich da komplett raushalten. Es ist schon zu viel des Guten, dass wir da Position beziehen und uns solidarisch zeigen mit der Ukraine. Vor allem diese Stimmen kommen aus der FPÖ. Und die sagen auch, das macht jetzt die angespannte Situation noch nicht besser, dass wir uns da jetzt mit unserer Haltung und unserer Meinung einmengen. Wäre es nicht besser, wenn wir uns da als neutrales Land komplett zurückhalten würden? Es ist völlig außer Frage stehend, dass wir ein neutrales Land sind, nämlich im militärischen Sinn. Wir schließen uns keinen militärischen Bündnissen an, dazu haben wir uns verpflichtet, da gibt es auch ein Bundesverfassungsgesetz. Wir intervenieren nicht in militärischen Konflikten, aber die Neutralität kann nicht bestehen gegenüber einem Krieg in politischer Hinsicht. Sie besteht auch nicht gegenüber dem Terror, das haben wir immer betont. Erinnern Sie sich zurück an Konflikte auch in Israel. Und wir müssen natürlich in der jetzigen Situation solidarisch sein gegenüber der Ukraine. Und das kann man nicht, indem man sich raushält. Und das geht auch nicht. Wenn man hier sieht, dass junge Männer in den Krieg geschickt werden, dann berührt das jeden, dann berührt mich das insbesondere als Mutter eines 20-jährigen Sohnes. Es ist für mich nicht auszudenken, was das bedeuten würde. Und wir stehen ehrlicherweise jetzt auch an einem Punkt, wo wir nicht wissen, wie sich diese Spirale weiterentwickelt. Und daher, wir sind neutral, wir agieren auch auf dem Boden der verfassungsrechtlich gewährleisteten Neutralität. Aber was wir machen können, machen wir. Wir machen bei den Sanktionen mit. Wir schließen uns natürlich hier an bei den Solidaritätsbekundungen und wir müssen in die Zukunft sehen.
Jetzt sagt Herbert Kickl auch, er hat Angst, dass uns die Bundesregierung, also Sie unter anderem, mit den Solidaritätsbekundungen, obwohl wir eben ein neutrales Land sind, uns in diese Krise hinein manövrieren könnten. Könnte das passieren, dass, weil wir jetzt uns solidarisch zeigen mit der Ukraine, dass Wladimir Putin jetzt plötzlich dann ein Auge auf uns wirft und uns vielleicht auch als Feind sehen könnte? Ein Wort zu Herbert Kickl und dann will ich das nicht weiter kommentieren. Es ist nicht die Zeit, dass man diese Situation ausnutzt, um populistische Ideen in den Raum zu stellen und möglicherweise hier auf dem Rücken und wirklich von Leben und Tod hier womöglich Wählerstimmen glauben generieren zu können. Wir sind nicht neutral gegenüber Krieg. Wir dürfen nicht wegschauen. Wir müssen hier auch entsprechend unserer Verantwortung auch gegenüber der eigenen Bevölkerung eine Rolle einnehmen, die da heißt, wir werden Landraub, wir werden Völkerrechtsbruch im 21. Jahrhundert nicht hinnehmen. Und ich möchte auch ganz klar sagen, das ist kein Krieg, der von Russland geführt wird, das ist ein Krieg, der von Putin geführt wird. Und hier gilt es mit allen Maßnahmen, die hier zu Gebote stehen, von Sanktionen angefangen, bis hin natürlich dann auch zu friedensvermittelnden Gesprächen, wieder alles zu tun, um diesen Frieden möglichst schnell wiederherzustellen. Wir schicken, also Sie haben schon gesagt, das ist unsere Neutralität ist eine militärische Neutralität und keine Gesinnungsneutralität, das sagt auch der Bundeskanzler. Jetzt schicken wir Helme, Schutzwesten und Treibstoff in die Ukraine. Wir hier in Österreich können jetzt nicht kontrollieren, wofür diese Schutzhelme verwendet werden, ob die wirklich nur im zivilen Einsatz sind oder ob die vielleicht auch im militärischen Einsatz sind. Kann das nicht auch irgendwie unsere Neutralität ins Wanken bringen, dass wir uns da jetzt auch mit Schutzausrüstung, Helmen etc. einmengen und unterstützen? Ich möchte es noch einmal betonen, Österreich ist ein neutrales Land und wir sind aufgrund der Verfassung auch dazu verpflichtet. Aber wir müssen uns natürlich schon auch anschauen, dass die Neutralität seit dem 26. Oktober 1955 sich natürlich auch geändert hat. Wenn man damals noch von einer integralen Immunität gesprochen hat, so ist es mittlerweile natürlich auch unter anderem durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union eine andere Art der Neutralität geworden. Wir haben den Vertrag von Lissabon, wir haben die Beistandspflicht, also die Mitgliedstaaten müssen einander ja auch schützen, das kommt ja auch uns zugute. Und wir haben aber auch hier, wie andere neutrale Staaten in der Europäischen Union, wie beispielsweise Schweden, Finnland, Zypern oder Malta, Irland, auch die irische Klausel, Stichwort Irland, wo wir sehr wohl bestimmen können, wofür Mittel, wo wir natürlich auch in die Friedensfazilität einzahlen, verwendet werden. Und sie werden eben verwendet für humanitäre Hilfe, für die Zivilbevölkerung und nicht unmittelbar für die kriegerische Auseinandersetzung und für das Liefern von Waffen. Aber wir zeigen uns solidarisch mit der Ukraine. Wir schicken Helme, wir schicken Schutzausrüstung, wir tragen die Sanktionen mit. Wir sind eben in der Europäischen Union, tragen wir auch eben diese Solidarität, den Solidaritätsgedanken mit. Ist dann die Neutralität in Österreich nicht sowas wie ein Feigenblatt, das man eigentlich dann sowieso abschaffen könnte? Nein, das sehe ich nicht so, weil die Neutralität einfach auch historisch für Österreich sehr, sehr wesentlich ist. Sie war die Voraussetzung dafür, dass wir unabhängig geworden sind. Das dürfen wir nie vergessen. Und insgesamt hat auch die Europäische Union mit dem auf Frieden gerichteten Projekt auf dem europäischen Kontinent den Frieden in den letzten Jahrzehnten sichergestellt. Wir sind erschüttert, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes aufgerüttelt worden, dass das nicht in Stein gemeißelt ist und dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich hielte es aber für falsch, wenn wir jetzt überschnell einfach Prinzipien, die in der Vergangenheit funktioniert haben, über Bord werfen. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, kühlen Kopf zu bewahren und ich sage es noch einmal, es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, Neutralität hin oder her, dass wir uns solidarisch zeigen innerhalb der Europäischen Union, dass wir Geeintheit nach außen signalisieren und dass wir die ukrainische Bevölkerung auch encouragieren, wenn sie so wollen, und denen auch Mut machen, dass wir natürlich auch all along ihnen die Perspektive geben wollen, dass sie sich Richtung Westen ausrichten. Aber das ist auch keine Frage, Stichwort EU-Beitritt Ukraine, die man von heute auf morgen entscheiden kann und die in den nächsten 10 Jahren spruchreif ist, sondern es ist ein langer Weg. Aber alles, was wir jetzt tun können, um in der Ukraine die Bevölkerung zu unterstützen, umgekehrt auch die russische Bevölkerung, die aus meiner Sicht, aus der Entfernung betrachtet, alles andere als kriegsbereit ist, das müssen wir auch tun, damit dort der Widerstand wächst und der Druck auf Putin auch wächst.
Das heißt, da höre ich raus, ein Eilverfahren zum Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union, das kommt für Sie nicht in Frage? Es ist für mich jetzt ganz wichtig, dass man diese Message auch sendet, dass wir die Ukraine als westliches Land sehen, dass wir es als Land sehen, das allalong sich auch nach der Europäischen Union und seinen Grundwerten, die da heißen Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie und für eine Festigung dieser Prinzipien eintritt, orientieren. Das ist mehr denn jetzt wichtig. Aber vergessen wir nicht, dass der Beitrittsprozess ein langer Prozess ist, dass damit sehr viele Änderungen auch der rechtsstaatlichen Systeme einhergehen, dass Gesetze angepasst werden müssen, der Acquis der Europäischen Union übernommen werden muss und dass wir in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, nämlich dem Westbalkan, hier 6 Staaten haben, die teilweise seit sehr, sehr vielen Jahren darauf warten, den Beitrittsstatus zu bekommen. Also das eine tun, das andere nicht lassen, Perspektiven eröffnen, aber schauen wir jetzt auch ganz gezielt auf den Westbalkan. Dort gibt es Spannungen und ich fürchte, in Windschatten dieses Ukraine-Krieges könnte es passieren, dass wir das eine oder andere dort übersehen und dort sollte kein Zündholz fallen und einen Flächenbrand auslösen. Das klingt doch auch nicht sehr angenehm, die Situation in Europa aktuell, vor allem im Osten. Österreich liegt da mittendrin in Europa. Wie gut werden wir denn als neutrales Land mitten in Europa militärisch geschützt, ohne NATO-Mitgliedschaft, also ohne NATO-Mitglied zu sein? Es ist nicht nur Österreich eines von mehreren Mitgliedstaaten, sondern es gibt eben auch andere der Europäischen Union, die nicht NATO-Mitglied sind. Und es gibt aus gutem Grund in der Europäischen Union die Beistandspflicht. Das heißt, dass die Mitgliedstaaten der EU sich wechselseitig auch diesen Beistand leisten. Und wie ich es auch schon gesagt habe, mit der Friedensfazilität leisten wir ja auch einen Beitrag dazu. Und ja, wir sind in der Mitte der Europäischen Union, wir sind aber natürlich auch nur einige wenige hunderte Kilometer von der Ukraine entfernt. Und deshalb ist es für uns jetzt auch wichtig, hier unseren Beitrag zu leisten. Ich will hier keine Szenarien an die Wand malen, die hier eine unmittelbare Bedrohung für Österreich bedeuten würden. Wir müssen es aber natürlich auch genau beobachten. Ja, gerade in der Situation ist alles sehr unsicher, sehr volatil. Wir haben ja gesehen an Wladimir Putin, wozu er tatsächlich auch imstande ist. Das hat ja eigentlich keiner so in dieser Form vorhergesehen. Aus diesem Grund in Finnland und in Schweden gibt es jetzt die Diskussion, also ein Tabubruch eigentlich, zum NATO-Beitritt. Also dort wird das zumindest in der Öffentlichkeit schon diskutiert. Wäre das für Österreich auch angezeigt? Sollten wir auch darüber diskutieren, ob wir nicht der NATO beitreten sollen? Es ist tatsächlich so, dass dieser Krieg in der Ukraine Dinge jetzt zeitigt, die wir vor wenigen Tagen, muss man ganz ehrlicherweise, sicher noch ausgeschlossen hätten. Und auch die bündnisfreien Staaten Schweden und Finnland überlegen hier. Bei Finnland ist die Situation schon auch noch eine etwas dramatische. Sie haben eine unglaublich lange Landgrenze zu Russland. Das darf man nicht vergessen. Hier ist die Bedrohung also auch eine sehr unmittelbare. Und ich glaube, in Österreich ist es jetzt wichtig, kühlen Kopf zu bewahren. Eine Diskussion darüber, wie man die europäische Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur neu aufstellen kann, müssen wir führen, auch in Österreich. Und wir werden auch unseren Beitrag hier leisten. Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt sofort Dinge in Frage zu stellen, die über Jahrzehnte funktioniert haben, sondern hier mit kühlem Kopf in die Diskussion zu gehen. Wäre so eine Lösung vielleicht eine Form einer EU-Armee? Auch das wird diskutiert. Wir diskutieren das nicht erst seit dem Ausbruch des Krieges, das muss man auch dazu sagen. Den strategischen Kompass innerhalb der Europäischen Union gibt es schon. Da sind die Verteidigungsminister allen voran in der Diskussion. Aber es wird das natürlich jetzt beschleunigen. Hier gibt es aber noch viele Fragen zu klären, die offen sind. Etwa, wenn ein Staat bei der NATO ist und auch beschlossen werden sollte, ein europäisches Heer aufzustellen, gibt es dann 2 verschiedene Entsendekörper. Wer befehligt dieses Militär, in welcher Stärke sollte es wann auftreten? Diese Diskussion müssen wir führen, aber die Fragen sind noch zu klären und die kann ich Ihnen jetzt auch nicht beantworten. Vielleicht noch eine Ergänzungsfrage zu dem NATO-Komplex. Putin sagte, der Grund für die Invasion in die Ukraine ist, dass er Angst hat vor der NATO-Osterweiterung und dass die ihm quasi zu nah an die Pelle rücken. Verstehen Sie auch irgendwo die Angst von Putin? Hätte sich die NATO vielleicht aus diesen Gebieten raushalten sollen? Es ist
den souveränen Staaten anheimgestellt, zu entscheiden, ob sie einen Antrag auf eine Mitgliedschaft stellen, so wie jetzt der Selenskyj das auch mit der EU gemacht hat, oder ob sie eben der NATO beitreten wollen oder nicht. Es ist die Frage der Gemeinschaft, ob hier eine Aufnahme und in welchem Zeitraum erfolgt. Aber gerade was den NATO-Beitritt der Ukraine betrifft, ist das aus meiner Sicht ein völlig vorgeschobenes Argument, denn sie sind nicht einmal in den Membership Action Plan aufgenommen worden. Also die Aufnahme der Ukraine in die NATO ist, wenn überhaupt, in so weiter Ferne, dass das für mich ein Feigenblatt-Argument ist. Vielleicht noch eine ganz andere Frage zu der Rolle von Österreich. Österreich bietet sich als Vermittler an und als Brückenbauer zwischen Russland und der Ukraine. Jetzt sagen viele Ostexperten und Politikwissenschaftler, Österreich überschätzt sich da ein bisschen selbst. Wir haben gar nicht die Position in der Europäischen Union, da als Vermittler aufzutreten. Stimmt das oder wie sehen Sie das? Österreich war sehr oft der Boden für sehr fruchtbringende Verhandlungen, eben aufgrund des Umstandes, dass wir neutral sind. Und da geht es, glaube ich, gar nicht darum, ob wir uns jetzt überschätzen oder nicht. Faktum ist, dass wir möglichst schnell am Frieden wieder arbeiten müssen. Und der Frieden bedeutet nicht, das im Krieg auszutragen mit der Waffe in der Hand, sondern am Tisch zu diskutieren darüber. Das ist auch das Geheimrezept gewesen des Europarates über viele, viele Jahrzehnte seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ich sage Ihnen auch, ob diese Gespräche dann in Österreich stattfinden oder in der Schweiz stattfinden, wir sollten alles tun, damit wir dazu beitragen. Und ein Beitrag kann sein, Österreich als Ort der Diskussion anzubieten. Ist die Bundesregierung im Gespräch mit Vertretern in Russland und auch in der Ukraine, um so ein Friedensgespräch vielleicht auch möglich zu machen? Es gibt hier laufend Gespräche auch auf den diplomatischen Wegen. Es gibt hier laufend Gespräche vor allem auch mit Selenskyj in der Ukraine. Und wir wissen, wie dramatisch die Situation ist. Und deshalb der Weg in Richtung Frieden kann nur über das Gespräch führen, über eine Feuerpause, über einen Waffenstillstand. Und daran müssen wir arbeiten, denn wir wollen alle wieder in Frieden leben hier in Österreich und in Europa. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Viele Österreicher haben jetzt Angst aufgrund der Drohung von Wladimir Putin vor einer nuklearen Eskalation. Viele haben sich auch mit Kalium-Jodid-Tabletten eingedeckt. Diese Tabletten waren extrem schwierig in den Apotheken zu bekommen. Haben Sie eigentlich auch Kalium-Jodid-Tabletten zu Hause für den Ernstfall? Nein, ich gebe es offen zu, ich habe keine Tabletten in dieser Form zu Hause. Ich hoffe einfach sehr, dass diese Eskalationsstufe nie gezündet wird, denn dann haben wir alle in Europa und darüber hinaus ein ganz anderes Problem. Frau Ministerin, wir hoffen das Beste, also dass das vielleicht noch tatsächlich eine friedliche diplomatische Lösung irgendwie geben kann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.